Ich suche derweil mal meine Knappen auf. Ja, die wirst du finden, trainiert wahrscheinlich unten mit Frieda. Ja, ich spiele noch mit dem, was auch immer noch von meinem Schwert übrig ist. Vermutlich stehen noch mehrere Halbfinger an Klinge über. Werde mich erstmal neben sie und lasse die beiden in Ruhe und fertig kämpfen. Was können wir für euch tun? Hab dich gar nicht auf dem Oberdeck gesehen. War die hier unten? Ja, wir waren hier unten. Wir haben uns wegen dem Sturm zurückgezogen. Ja. War Möchtest du vermutlich gerne, auch dass wir gegen gesünder. den Karakir kämpfen? Nein, mir ist es ganz lieb, wenn ihr euch solcherlei Dingen heraushaltet. Es ist nur. Er hält so halb das Schwert hoch. Mein Schwert ist hinüber. Ja, und was möchtest du jetzt von mir? Soll ich dir ein neues schmieden? Tut mir leid, das kann ich leider nicht. Nein, ich. Siehst du, ich habe es damals von meinem eigenen Schwertmeister bekommen. Auch wenn er zu dieser Zeit schon tot war, meinem Schwertvater. Ich hatte es eigentlich gehofft, es eines Tages dir geben zu können, aber jetzt ist es fort. Mir ist doch völlig egal, welches Schwert ich benutze. Himmels Willen, Kind, solche Dinge sind wichtig. Ja, nur weil du ein bisschen älter bist als ich. Sei mal nicht so sentimental. Magst mich vielleicht nicht mögen und ich dich auch nicht, aber wir sitzen in diesem Boot nun mal zusammen. Und das ist wichtig, wo wir herkommen. Wir haben uns das beide nicht ausgesucht. Ach, scheiß Ja, und drauf. jetzt? Ich meine, es ist Ich. kaputt und du kannst es mir nicht geben. Jetzt überleg dir halt was Neues. Ich drehe mich um, ramm das Ding irgendwie in den Türrahmen und geh weg. Den Griff noch? Ja, den Griff mit dem bisschen Klingern dran. Hm, okay. Dann kommt Doschek auf dich zu. Zusammen mit dem Alchemist Arbat, der Zweite. Beide in ein Gespräch vertieft. Da seid ihr ja, Kapitän. Wir haben eine Idee, wie so etwas nicht mehr passieren kann. Wir haben einige Proben gesammelt. Neben den Käfern waren wir oben auf den Hörnern. Und haben dort eine Flüssigkeit entdeckt. Ist sie weiß, gelb und riecht übel? Sie ist gelb. Ja, es ist, ich möchte behaupten, es ist so etwas wie Harz. Wenn wir hier von einem Baum bzw. einem Unbaum sprechen, Blut, Harz, es ist gelb und quillt daraus. Wir haben noch einige I Ideen und wir könnten uns vielleicht noch einmal mit ein paar. Das ist nur eine Idee, die ich habe. Ich nenne es Maglibanum. Wir möchten darin ein paar Experimente veranstalten mit diesem Harz. Vielleicht kann man es auf Waffen streichen. Ihr wollt etwas, das aus einem Dämon kam. Einem Halbdämon, wie auch immer, auf Waffen streichen. Dass wir unterscheiden in der Theorie. Zwar können wir selber nicht kämpfen, aber wir unterscheiden in der Theorie unter verschiedenen Arten von Schaden, die man zufügen kann. Unter anderem den Schaden, den Geweihte verursachen, den Ritter verursachen und den Magier verursachen. Und nun ja, wenn dieses Schiff selbst magisch ist und nun dementsprechend etwas aussondert, das wir benutzen könnten, mit ein bisschen Alchemie könnten wir daraus etwas zaubern, was auf Waffen aufgetragen wird und dann Schaden verursacht, der von magischer Natur ist. Wir könnten damit zum Beispiel aber auch die Pfeile tränken, die Spitzen der Pfeile. Oder Könnte. wenn man es auf die Spitze treiben möchte, kann man damit sogar die Kugeln aus Stein oder aus Eisen bestreichen, bevor man sie auf andere Schiffe verschießt. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen, falls wir nochmal gegen Karakirreiter antreten. Genau Oder das meinen wir. Schlimmeres. Und Nun uns gut, kam die tut Idee, als wir es. gesehen haben, dass die Pfeile sehr nutzlos waren. Tut es, aber haltet mich auf dem Laufenden und seid bereit, dass die Inquisition da ein Auge drauf haben wird. Das werde ich tun. Gut, wenigstens einmal gute Nachrichten.
War mich aufs Oberdeck und begutachte die Kanonenmannschaft in meinem Aufbau. Ja. Also nichts Wichtiges mehr. Hat der Ephadaios oben noch etwas? Oben nicht, aber er wird dann den Weg zu Yalan suchen. Mhm. Ja, steht mit verschränkten Namen auf dem Oberdeck, nickt allenthalben mal, wenn jemand dann eilig an ihm vorbeiläuft. Aber sieht nicht so aus, als würde er irgendwas tun. Ah, Ephadaios. Kapitän. Also, diese weiße Flüssigkeit, es ist nun so etwas wie Pisse von der Arche. Sie muss Unwasser trinken, damit sie funktionieren kann. Und wenn das Unwasser seinen Dienst getan hat, wird es in Form von diesem weißen Zeug ausgestoßen. Ungesundes Zeug, aber notwendig. Ist das für uns gefährlich? Nun, für uns an Bord nicht. Für das Wasser, für die See auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir es gegen Feinde nutzen. Aber nachdem ich gesehen habe, was diese Bomben mit unseren Männern unten angerichtet hat. Ich weiß nicht, ob wir so etwas verwenden sollten oder ob wir... Nun, wir müssen es unseren Feinden auch zurückzahlen. Wir werden nicht auf das Maß unserer Feinde sinken. Gut. Ansonsten könnten wir gleich anfangen, Dämonen herbeizurufen, die Sache ein für alle mal klären. Ja, gut. Dämonen. Wird die Arche wieder laufen können? Die Arche kann wieder laufen. Ich würde aber erst einmal vom Sprint absehen. Und ja, überdenk doch nochmal meinen Vorschlag, eine ordentliche Matrosencrew an Deck zu holen. Mit Segeln könnten wir die Kräfte der Arche sparen und weniger von dem weißen Zeug ausstoßen. Kurzer Hinweis, das Tanken dauert immer einen ganzen Tag und dementsprechend müsstet ihr jetzt hier einen Tag sitzen, damit ihr 8 Punkte bekommt. Die hatte Jalan vorhin ausgewürfelt. Okay. Nun. Ja, die Geschütze bauen dauert ja auch eine Weile, von daher. 6 Stunden, genau. Also wenn ihr wollt, springt die Zeit und dann könntet ihr nach einem Tag und nach 6 Stunden könntet ihr dann mit Hälfte oder weniger Handlungspunkten könntet ihr dann auch wieder aufbrechen. Das geht. Erörtert doch diese Idee mit den Segeln, Kontium, noch einmal. Vorher werden wir sowieso keine Seemänner herbeikriegen. Wohl wahr. Ja, was du meinst mit den Dämonen. Die gelehrten Herrschaften, nicht Brendigian, aber man hört doch immer wieder von anderen, die sich der Dienste der Anderswältigen bedienen. Diese Magistra Kohlrab. Nun, ich glaube, sie versteht sich auf einem anderen Fachgebiet, aber sie hat vorhin meine Autorität in Frage gestellt. Ich muss hier darauf bestehen, dass im Fall der Fälle euer Wort und ganz direkt danach mein Wort eingehalten wird. Magister Kohlrab handelt auf meine persönliche Anweisung. Und um ehrlich zu sein, ist es mir ganz lieb, wenn ihr nicht mit den Steuerfrauen alleine sein müsst. Nun, Erlang glaubt nicht, dass die Steuerfrauen nur mir zuflüstern. Die Magistra ist vielleicht gefestigt, hat sie doch sicherlich auch schon ihre Erfahrung mit, nun, derartigen Einflüsterungen. Aber ihre Eleven, auf sie sollte man vielleicht ein Auge haben. Ich werde Ihre Exzellenz Paolini darum bitten, dort ab und an ein Auge drauf zu werfen. Gut. Das kann nehmen. Nun. Wunderbar, auf jeden Fall. Dann weiter. Seht zu, dass dieses Schiff wieder läuft. Na, Kapitän. Raus, knirscht mit den Zähnen und geht dann unter Deck. Gut. Nach einer Stunde taucht, wie gesagt, dann auch Romilly wieder auf. Und wenn ihr noch etwas besprechen mögt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Die Zeit schreitet, wie gesagt, sehr modular voran und ihr könnt vorher abbrechen, dann habt ihr aber nicht alle volle 8 Handlungspunkte. Oder ihr liegt halt mehrere Tage hier vor Anker und pumpt und pumpt. Aber ansonsten hättet ihr am nächsten Tage, das müsste dann der 17. Zar sein, so gegen Mittagszeit, sagen wir einfach 12 Uhr, hättet ihr 8 Handlungspunkte. Gut.
Also einfach darauf, sie möchte in der Nacht noch etwas machen. Romilly? Du zuerst, Romilly. Ja, sie möchte sich auf die Suche nach Lupdil machen. Lupdil? Ja, den wirst du wahrscheinlich bei Ragnar finden. Steht dann da irgendwie auf den Regalen und reicht dann irgendwas runter, wenn Ragnar das braucht zum Kochen. Lupdil, können wir uns kurz unterhalten? Ich habe ein paar Fragen an dich. Lupdil? Ragnar, darf Lupdil gehen? Ja, wieso nicht? Lupdil. Ja, könnt ihr euch eine einsame Ecke suchen und euch da dann hinstellen. Sag einmal, Lupdil, gibt's Möglichkeiten, dass sich die Arche schneller wieder erholt? Du kennst das Schiff doch besser als wir. Lupdil weiß, dass der alte Archenkapitän Hotgard hat Menschen geopfert. Piraten, die alt und die dann mit Macht von Kryptoroth wiedererweckt in Untote. Wasserleichen im unteren Schiffsraum. Und wenn er die getötet, dann Schiff wieder voll. Menschen opfern sind nicht das, was ich erhoffte, Lupdil. Ansonsten, Lupdil wissen, dass Eri Balgur hat geopfert Mondmacht. Mondmacht helfen auch Schiff. Hat er das gemacht? Lupdil wissen, dass er kann Hand legen auf Xyleste und Xyleste nimmt Mondmacht und umwandeln in Schiffsmagie. Das ist sehr hilfreich. Sag, weißt du zufällig, wo Ephadaios zu finden ist? Lupdil wissen, dass Ephadaios gerade oben. Danke dir, du hast mir sehr geholfen. Und damit stürmt Romilly nach oben. Auf der Suche nach Ephadaios. Ja, ich überlege gerade von. Romilly, würfel mal eine Magiekunde. Sie ist erschwert um 3 Punkte, weil du aus Riva kommst und schon mal was von den Olportschen Runenmagiern gehört haben könntest. Nein. Ja. Das sind Gerüchte. Ihr könntet euren gepoolten Chippy benutzen, wenn ihr wolltet. Nein. Dafür nicht. Gut. Ja, dann kommst du bei Ephadaios an. Euer Gnaden? Euer Romilly. Ich habe einen Weg gefunden, wie wir schneller wieder handlungsfähig werden mit diesem Schiff. Die Verletzten habt ihr euch, ja. Werde ich leider nichts tun können. Die Hoffnung, die ich hatte, hat sich leider nicht erfüllt. Verdammt, fährt sich durch die Haare. Verdammt! Seid unbesorgt. Sobald wir an Land Arche, sind, werde ich ihnen helfen können. Zu Xyleste. Und Romilly sieht alles andere als glücklich aus. Wie, was? Was ist dieser Weg? Was hat es mit Xyleste auf sich? Auf die ich nutze, Magie zu wirken. Kann ebenfalls genutzt werden, damit die Arche zu neuen Kräften kommt. Ah. Die andere Möglichkeit, die Lupdil mir nannte, die ist ehrlich milde formuliert. Habe ich euch Xyleste schon vorgestellt? Sie ist oben beim Steuerbaum. Ich habe sie bisher noch nicht kennengelernt. Na dann kommt, ich zeige sie euch. Aber... Wir gehen die Treppe hoch und dann flüstert die Eva dazu. Das ist Magistra Kohlraab und ihre Eleven. Die versuchen hier Sachen herauszufinden. Mir gefällt ihre Anwesenheit nicht, aber naja. Zeigen wir ihnen mal etwas, was sie noch nicht gesehen haben. Romilly nickt widerstrebend. Schaut fasziniert auf die beiden Steuerfrauen erst einmal.
Okay. Das hier ist bei weitem kein Zoo. Ich möchte also, dass ihr diese Frau nehmt und wieder verschwindet. Und es ist mir völlig gleich, ob sie eine Hexe ist oder nicht. Schön, dass ich euch kennenlerne, aber verschwindet hier bitte. Ihr habt keine Ausbildung an einer Akademie genossen und ihr könnt mir hier nicht helfen. Können wir nicht. Nun, Magistra, ich glaube, unsere neue Bekanntschaft hier hat schon mehr herausgefunden als ihr in den letzten Stunden mit all euren Eleven. Romilly, streitet doch zur Tat. Allerdings, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich selbst eure Astralkraft zur Verfügung stellen, damit unser Schiff wieder handlungsfähig wird. Und ich lächle die Dame gewinnend an. Bitte was? Euer Gnaden, welche der Damen ist denn Xyleste? Diese hier, neben dem Gekritzel auf dem Boden, tretet vielleicht nicht drauf. Sie ist Xyleste, die. Na, schau Xyleste an. Die etwas schnippischere Schwester. Hast du einen weiteren 12-Götterknecht mitgebracht, Ephedaios? Nein, Xyleste, aber wir brauchen deine Hilfe. Ich helfe niemandem. Gubdil sagte mir, du könntest die Mondmacht nutzen, um die Arche zu stärken. Oh, du möchtest der unheiligen Herrin etwas opfern? Für meinen Freunden helfen. Nur zu. Erfülle uns damit. Ziemlich widerstrebend. Ich hoffe, ihr steht mir danach bei, euer Gnaden. Tritt Romilly an Xyleste heran. Sagt, was muss ich tun, um die Kraft zu geben? Leg deine Hand auf und lass es fließen. Du kannst auch an meinen Brüsten spielen, wenn du magst. Tu es bitte nicht. Egal, was sie sagt, tu es nicht. Das ist es nicht wert. Alti. Halt die Hände einfach auf. Lass es fließen. Ich lege ihr eine Hand auf die Schulter und konzentriere mich darauf, meine Kraft zu geben. Wie viel möchtest du denn fließen lassen? Alles. Gib mir alles. Nein, sie bekommt 20 Punkte. Ist das gut? Gut. Du siehst, wie ihre Augen gelb aufleuchten. Kann ich noch mehr haben? Ich habe gesehen, ihr habt noch ein paar mondmächtige Menschen hier anwesend. Das liegt nicht in der Entscheidung. Ich kann nur über meine Fähigkeiten gebieten. Magistra, vielleicht haben wir doch noch einen Nutzen für euch gefunden. Ich meine einen sinnvollen Nutzen. Wenn ihr dieses Vorhaben noch einmal in Erwägung ziehen solltet und einem Dämon Wunschpunkte zur Verfügung stellt, dann ist das auf alle Fälle etwas, was einer Hexe und der Inquisition, nun, die Vorurteile sollten also berechtigt sein. Und während sie das sagt, könnt ihr Schritte hören. Zwei Personen, die sich nähern. Und dann könnt ihr erkennen, wie sich die Inquisitoren und der Pfeil des Lichts nach oben begeben. Ah, wenn man von der Inquisition redet, dann taucht sie auch auf. Was verschafft uns die Ehre? Wir wurden geschickt von dem Kapitän. Uns doch einmal mit euch zu beschäftigen. Was ist hier los? Romilly schweigt und blickt zu Ephedaios.
Aphidaus blickt zur Inquisitorin, um herauszufinden, wen genau sie gemeint hat. Sie blickt alle an. Alle. Sowohl Magistra Kohlrab, denn der Auftrag des Kapitäns war, kümmere dich um die Akoluten und Kohlrab. Aber naja, gut, wenn man jetzt hier eine Frau sieht, die gerade Xyleste die Hand auf die Schulter legt und offensichtlich mit ihr kommuniziert, mit einem dämonischen oder halbdämonischen Wesen und daneben der Ferdi. Inquisitorin, dies ist der Steuerbaum. Und dies sind die zwei Schwestern, die Seelen, die wir versuchen hier zu retten. Die Seelen, die derzeit die Arche kontrollieren. Celeste und Perenjane. Darf ich also fragen, was er hier jetzt macht? Magistra erklärt ihrer Erhabenheit doch, was ihr hier genau macht. Ich denke, ihr wisst besser, was es ist. Nun, was wir hier tun, eine Abschwörung vorbereiten. Sie deutet auf das Pentagramm. Eure Eminenz dürftet eigentlich wissen, dass es sich hierbei um die ersten Vorbereitungen einer Entschwörung handeln sollte, die wir aktuell noch in der Theorie planen. Der Pfeil nickt einfach nur. Wirkt allerdings auch sehr ernst. Was allerdings die Dame dort an dem Steuerbaum macht, darf sie euch selbst erzählen, denn ich habe jemandem versprochen, dass ich dieses Geheimnis euch nicht verraten werde. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie sich jetzt hinausredet. Herausredet? Sie hat eure Arbeit übernommen. Also gut, ihr seid Romilly McAaron. Ich habe bereits vom Pfeil des Lichts gehört, dass ihr sowohl ein Medium seid, als auch verschiedene Gerüchte gehört darüber, dass ihr euch mit einem Kampfstab in den Lüften bewegt habt. Und nun sehe ich euch hier an einem dämonischen Steuerbaum stehend und die Hand auflegend Kommunikation mit einem unheiligen Wesen aufbauen. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Nun, in der Tat trifft es zu, dass ich ein Medium bin. Und ja, auch ich habe beim Kampf gegen die Dämonen mitgewirkt. Wer weiß, wie der Kampf ansonsten ausgegangen wäre, wenn ich nicht mit meinen Möglichkeiten eingegriffen hätte. Nun, das, was ihr hier seht, ich habe einen Teil meiner Kraft gegeben. Und nicht noch tagelang Messern feststellen. Ihr habt astrale Energie einem Dämon zur Verfügung gestellt? Ganz offensichtlich. Dann erhebe ich Anklage. Anklage im Namen der Inquisition. Im Namen von Praios. Ihr seid hiermit festgenommen. Halt. Nein, Aphidaios, unterrichtet einfach den Kapitän. Seid ihr euch sicher, euer Hochwohlgeboren? Natürlich. Gut, er soll davon erfahren. Celeste, wo befindet sich Yalan? Yalan befindet sich auf dem Oberdeck. Möchtest du, dass ich mich um sie kümmere? Nein. Immerhin habe ich jetzt etwas Energie bekommen. Die könnte ich benutzen. Die Kräfte der Arche werden gebraucht, um die blutige See zu befreien. Ich hoffe, das ist hier jedem klar, dieses Ziel, dem wir uns verschrieben haben. Auch ihr, als ihr hier an Bord gekommen seid, Inquisitorin. Mein Pfeil des Lichts. Wird Aphidaus die Treppe hinunternehmen wollen, zu Yalan? Ja, dann kommst du dort an. Romilly wird nach unten gebracht vom Pfeil des Lichts und von der Inquisitorin. Und wenn du dich nicht wehrst, dann wird selbstverständlich nicht nur eiserne Handschellen, sondern auch ein eiserner Kragen für dich dabei sein. Du wirst nach unten zu den anderen Piraten gesteckt in die Gefängniszellen. Und dort darf man dich dann abholen. Romilly ist zwar nicht begeistert, aber sie weiß nur zu gut, dass gegen wen nichts.
Ich wollte gerade sagen, noch schlimmer. Pfeil des Lichts und Inquisition, da kann man wenig gegen ausrichten. Also Epidamus wird schreiend zu Yalan rennen, sodass Yalan auf jeden Fall die Chance hat, Romilly auf dem Weg nach unten zum Gefängnis noch abzupassen. Kürzen wir es mal ab. Ich treffe dann hoffentlich im Treppenaufgang noch zu der kleinen Prozession, die hier abwärts geht. Eure Exzellenz. Kapitän. Ich hätte gerne eine Erklärung, warum ihr eine unserer Kundschafterinnen, verzeiht, Kundschafterinnen ins Unterdeck abführt, in Eisen. Diese Kundschafterin ist eine Hexe. Sie hat dämonische Kommunikation aufgebaut und den niederhöllischen Wesenheiten ihre Energie zur Verfügung gestellt, auf dass sie gegen uns arbeiten könnten. Romelie. Ach, mit Lobdil, dass Astralenergie helfen kann, die Arche zu stärken. Wir wollen doch so schnell wie möglich weg. Also erschien es mir naheliegend. Lady MacAaron hat in den letzten Stunden mehr herausgefunden als Magister Kurab und ihre Leben, seitdem sie dieses Schiff betreten haben. Die Arche ist gestärkt, nicht durch irgendwelche Opfer oder unnatürliche Dinge, nein, durch diese Kraft, die den Zauberern innewohnt. Eure Exzellenz, wie euch sicherlich bewusst ist, ist das gute Fräulein von Aran, nichtsdestotrotz eine Adlige, die auch noch, zumindest hier auf dem Schiff, in gutem Stand steht. Ich möchte euch doch bitten, ihr zumindest, sobald sie sicher verwahrt ist, das Eisen abzunehmen. Ist das akzeptabel? Ich möchte diese Entscheidung, die ihr getroffen habt, doch arg in Zweifel ziehen. Sie ist eine Magiewirkerin und hat keine Sanktionierung erfahren. Sie ist also damit jederzeit in der Lage, die Tore in die Niederhölle oder in den Limbus zu öffnen, wenn man ihr diese Bitte gewährt. Sie ist gleichzeitig eine Herrin von Freios Gnaden und ihr werdet sie mit entsprechendem Respekt behandeln. Bitte. Habt ihr etwa nicht die Männer und Frauen gehört, die gestern verletzt wurden? Aber diese Frau, ihr helft nicht. Diese Frau, Romilly, sie hat sie gerettet. Sie hat den Karakil besiegt. Wo wart ihr? Herr Fardaios, ihr helft nicht. Ich helfe denen, die hier die blutige See befreien wollen, nicht denen, die sich hier in den Weg stellen. Und Herr Fardaios rotzt auf den Boden vor die Inquisitorin. Kapitän. Was seine Gnaden sagen möchte, ist, dass sich Romilly gestern durchaus für den Kampf gegen die Heptarchen eingesetzt hat. Sie hätte ihre Fähigkeiten vor der gesamten Mannschaft, außer euch vielleicht, verborgen halten können, hat sich stattdessen dafür zu entschieden, sich zu offenbaren, um uns allen einen großen Teil an Schmerz und Verletzung zu ersparen. Ich denke, das sollte man ihr zugute halten. Nur weil sie auf dem einen Tag eine gute Tat begeht, heißt das nicht, dass man ihr dies verzeihen darf, wenn sie am heutigen Tage, nun, den Niederhöllen opfert. Die Niederhöllen opfert, dieses Schiff, das steht unter unserer Kontrolle.